Steinkohlenbergbau unter Tage, weithin erkennbar. Wahrzeichen für Bergwerk und Region. Wie das Bergwerk und die Menschen, die hier arbeiten. 24 Stunden in Aktion. Mit all den Besonderheiten, die sich daraus für die Arbeit des Bergmanns ergeben. Das beginnt mit dem kompletten Umkleiden in den getrennten Weiß- und Schwarzkauen für Straßen- und Arbeitskleidung. Dann die umfangreiche persönliche Schutzausrüstung, die jeder für den persönlichen Schutz unter Tage braucht. Spezielle Schutzschuhe für den Bergbau und die Schienbeinschützer. Dazu Sicherheitshelm und Schutzbrille sowie Verpflegung für die Schicht. Nicht zu vergessen Schutzhandschuhe, abgestimmt auf die jeweilige Arbeit. Wer einfährt, muss Vorsorge treffen. Für die eigene Sicherheit, für Essen und Trinken und für die persönlichen Arbeitsmittel. Was man braucht, hat man dabei. Am Getränkeautomat werden die Trinkflaschen aufgefüllt. Glasflaschen sind unter Tage verboten. Hier wird die persönliche Schutzausrüstung um Gehörschutz und Staubmaske komplettiert. Ab diesem Punkt in der Lampenstube besteht absolutes Rauchverbot. Hier entnimmt jeder seinen persönlichen Filter-Selbstretter. Zum Glück haben nur wenige von uns den Filter-Selbstretter je gebraucht. Aber er gehört dazu. Genauso wie die Kopflampe. Ein kurzer Test. Nahlicht und Fernlicht funktionieren. Sorgfältige Befestigung am Gürtel. Gewichtsmäßig macht das zusammen mit dem Filter-Selbstretter etwa 3,5 Kilogramm, die jeder am Gürtel mit sich trägt. Von der Lampenstube dann zum Schacht. Hier sammelt man sich und wartet auf die Seilfahrt. Noch eine Prise und das eine oder andere Gespräch. Dann ist es soweit. Von Untertage setzt der Korb vor. Die, die ihre Arbeit hinter sich haben, verlassen den Korb. Staub, Hitze und Feuchtigkeit haben ihre Spuren hinterlassen. Einsteigen. Korb frei für die einfahrende Schicht. Etwa 120 Bergleute besteigen auf 3 Etagen den Korb. Die Schutzeinrichtungen schließen sich. Die Schachttore werden geschlossen. Die Fahrt nach Untertage beginnt. Mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde bewegt sich der Korb abwärts. Überwacht und gesteuert vom Fördermaschinisten. Links der Leuchtpunkt zeigt den abwärts fahrenden Korb. Rechts der Gegenkorb auf dem Wege nach Übertage. Zwei Minuten Seilfahrt, dann ist der Korb am Anschlag Untertage angelangt.
Hier in 1000 Meter Tiefe, aber manchmal noch Kilometer vom Schacht entfernt, liegen die Arbeitsplätze, die dem fortschreitenden Kohleabbau folgen. Mit Personenzügen, Gurtbändern oder anderen Fördermitteln geht es deshalb weiter. Denn Fahrung zu Fuß ist anstrengend und zeitintensiv. Da ist der Personenzug, auch wenn er nicht so schnell und komfortabel wie ein ICE ist, besser und sicherer. Bis zu 160 Bergleute werden auf dieser Anlage mit einem Zug zu ihren Zielbahnhöfen transportiert. Ausreichend Wartezeit ist eingeplant, damit alle Bergleute den Zug erreichen können. Als letzte die Steiger, die die Seilfahrt überwachten und jetzt zu ihren Leuten einsteigen. Alles klar. Jetzt liegt die Verantwortung beim Lokfahrer. Fernlicht an, Schließen der Türen und Meldung der Abfahrt über Funk an die Zentrale. Personenzug vom Schacht fährt ab nach 459. Fahrzeit im Zug bis zu 30 Minuten. Zeit, die jeder auf seine Weise nutzt. Man nimmt eine Prise, denkt nach über das, was einen beschäftigt. Man spricht über die Arbeit, die Freizeit und die Familie oder ruht sich einfach nur aus. Ankunft am Zielbahnhof. Für die einen ist der Arbeitsplatz so gut wie erreicht. Für die anderen geht es noch weiter. Für diese Bergleute mit dem Band. Bandfahrung gibt es nur unter Tage. Auf speziell ausgerüsteten und dafür freigegebenen Bändern. Und nur für Fahrende, die darin in Theorie und Praxis ausgebildet sind. Vorbei an Materialumschlagplätzen mit bereitstehenden Einschienenhängebahnen für die vielfältig anfallenden Transportaufgaben. Vorbei an Wasserdrucksperren für den Explosionsschutz. Das blaue Schild weist auf den Abstieg hin. Einen Vorkopfabstieg, bei dem man sich aufrichtet und einen kurzen Schritt nach vorn macht. Und hier trennen sich die Wege. Geradeaus zum Streb, links zum Streckenvortrieb. Arbeitsplatz Streckenvortrieb. Mit Technologien wie dieser Teilschnittmaschine, die einige Millionen kostet. Pro Tag werden damit 12 Meter Strecke neu aufgefahren. Strecken, die man braucht, um Kohlenflöze zu erschließen und Strecken miteinander zu verbinden. Da bleibt es nicht aus, dass Staub und Wärme freigesetzt werden. Deshalb die Staubbekämpfung. Deshalb die Bewetterung und Klimatisierung der Grubenbaue. Pro Minute kommen auf diesem Bergwerk ca. 30.000 Kubikmeter Frischwetter nach Untertage. Wird die Luft untertage einmal stündlich ausgetauscht. Dennoch sind hohe Temperaturen und eine Luftfeuchte von 80% keine Seltenheit. Schwierige Bedingungen für alle, die hier arbeiten. Besonders wichtig für die Gesundheit der Bergleute, die Staubbekämpfung. Staub, der hier entsteht, wird noch am Kopf der Teilschnittmaschine abgesaugt. Gut zu erkennen an der stehenden Staubwand. Ist die Strecke nach Plan vorgetrieben, wird der Ausbau eingebracht. Zentimetergenau mit Hilfe des Lasers. Denn wenn der Ausbau nicht sorgfältig ausgeführt ist, schafft das Probleme im späteren Kohleabbau, sodass die Arbeit für die Strebleute risikoreich und zeitraubend wird. Ohne Teamarbeit geht nichts. Jeder ist von der Arbeit des anderen abhängig. So auch hier, beim Verfahren der Ausbausegmente über die Streckenvortriebsmaschine hinweg ins Ort. Vor Ort werden die vormontierten Ausbausegmente ausgerichtet und an den schon stehenden Ausbau angeschlossen.
Um Gefahren durch Stein- und Kohlenfall zu vermeiden, wird immer aus dem schon geschützten Bereich herausgearbeitet. Arbeiten, die ein eingespieltes Team erfordern. Denn jeder ist auf jeden angewiesen. Deshalb muss sich jeder auf den anderen verlassen können. Das trifft auch für die Arbeit im Streck zu. Hier wird die Kohle gewonnen. 4 bis 5 Mal in der Schicht fährt der Walzenlader in beiden Richtungen durch den etwa 300 Meter langen Streb. Immer begleitet vom Walzenfahrer, der die Gewinnungsmaschine mit der Fernbedienung steuert. Mit jeder Vorbeifahrt des Walzenladers wandert der Streb so nach vorne, folgt dem Verlauf des Kohlenflözes. Pro Tag werden in diesem Streb um die 3200 Tonnen Kohle gefördert. Ein Bergwerk mit 4 Streben kann so auf eine Leistung von rund 12.000 Tonnen Kohle kommen. Das entspricht einem Güterzug von 2500 Metern Länge. Eine Leistung, die modernste Technik und ihre souveräne Beherrschung durch hochqualifizierte Mitarbeiter voraussetzt. Nach der Vorbeifahrt des Walzenladers werden die Schilde hydraulisch vorgezogen. Wieder aus einem geschützten, sicheren Bereich. Schiebekappe und Kohlenstoßfänger werden ausgefahren und dann gegen das Hangende und die Kohle gedrückt. Nur eine Handvoll Bergleute sind es noch, die im Streb arbeiten. Gut gesichert gegen Stein- und Kohlenfall. Nach hinten gegen das hereinbrechende Gebirge beim Vorziehen der Schilde. Nach oben gegen das auflastende Gebirge. Nach vorne gegen den Kohlenstoß. Streb- und Streckenvortrieb. Arbeitsplätze, die vielfältig vernetzt sind mit all den anderen Arbeitsplätzen über- und untertage. So muss die gewonnene Kohle abgefördert werden. Zunächst mit dem Strebförderer aus dem Streb. Dann über kilometerlange Bandstraßen oder auch mit Zügen zum Schacht, von wo die Kohle nach Übertage gefördert wird. Auf diesem Bergwerk mit Skip-Gefäßen. Jedes dieser Gefäße fasst 16 Tonnen Rohkohle und wird in Sekunden entleert. Parallel zur Entladung wird untertage das Gegengefäß mit Kohle gefüllt. Entladen, Fahrt nach Untertage, beladen, Fahrt nach Übertage. Dieser Zyklus dauert nicht länger als 2,5 Minuten. Für solche Materialbewegungen braucht man eine entsprechende Infrastruktur. Vor allem ein gut ausgebautes Streckennetz, das ständig instand gehalten werden muss, weil Wasser und Gebirgsdruck die Strecken stark beanspruchen. Genauso wichtig sind Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Anlagen. Denn auch sie sind starken Belastungen ausgesetzt. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten erfolgen zum Teil vor Ort, zum Teil aber auch in Werkstätten. Hier zum Beispiel eine Lokomotivwerkstatt unter Tage, die keinen Vergleich mit einer übertägigen Werkstatt zu scheuen braucht. Und nahezu an allen Arbeitsplätzen braucht man Material, Ersatzteile oder komplette technische Systeme. Das alles muss den langen Weg von Übertage an die Verbrauchsstelle vor Ort nehmen. Dazu müssen vor dem Transport großer, sperriger Maschinenteile Testfahrten stattfinden, in denen die Passierbarkeit der vorgesehenen Transportstrecke mit Hilfe von Schablonen geprüft wird. Nur durch Vorplanung und Vorbefahrung ist gewährleistet, dass im Ernstfall alles störungsfrei verläuft. Dass nichts aneckt, nichts beschädigt und niemand gefährdet wird. Ob Streb, Streckenvortrieb, Förderung,
Streckenunterhaltung oder Materialtransport. Jeder braucht den anderen. Nur wenn alles ineinander greift, läuft alles rund. Dieses Zusammenspiel wird hier bildhaft deutlich. Denn hier in der Warte befinden wir uns im Nervenzentrum des Bergwerks. Hier laufen die Informationsstränge über Gewinnung, Förderung, Energieversorgung, aber auch die Wetterführung zusammen. Transparenz dank Elektronik. So können Störungen frühzeitig erkannt und gegengesteuert werden. Kannst du das sehen im Bildschirm? Kannst du da mal ins Programm reingehen? Ja, einen Augenblick, ich schau mal nach. Ich hole das Gerät mal eben rein. Ja. Das ist das CO-Gerät. Ein Beispiel dafür ist die Überwachung der Wettermengen und ihrer Zusammensetzung. Östlich der Basis 578, ja. Ja, geht bis auf 15 ppm hoch, ja. Alles klar, gut, Dankeschön. In einem anderen Bereich der Warte wird die Leistungsaufnahme der Antriebe registriert. Was im Streb passiert, wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Und von hier wird auch entsprechend reagiert. Die Störung ist beseitigt, die Gewinnung läuft wieder an. Ja. Fährt dann hier unten mit dem EKF-3 ab. Das alles wäre ohne Planung nicht möglich. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einrichtung eines Strebes. Das Kohlenvorkommen, seine Lage, seine Mächtigkeit sind durch Bohrungen und Messungen erkundet. Die Streckenführung ist in der Markscheiderei im Detail erarbeitet. Der Maschineneinsatz, die Beschaffung und der Transport nach vor Ort sind geklärt. Wie ein roter Faden zieht sich die Planung durch das gesamte bergbauliche Geschehen. Was im Detail geplant und organisiert ist, wird dann im Team zusammengeführt, damit die Voraussetzungen für einen reibungslosen und sicheren Betriebsablauf gegeben sind. So wichtig Planung und Technik sind, vor Ort ändern sich die Verhältnisse. Gefordert ist daher das eigenverantwortliche Handeln der Mitarbeiter, um die planerischen Vorgaben mit der vorhandenen Technik und Organisation umzusetzen. Eigenverantwortung aber auch im Hinblick auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit der Kollegen. Dazu muss jeder körperlich und geistig fit und fachlich versiert sein. Unter Tagearbeit, so groß die körperliche Beanspruchung auch sein mag, sie ist vor allem Kopfarbeit. Denn die besonderen Bedingungen unter Tage machen die Arbeit anspruchsvoll und schwierig. Jeder braucht den anderen, um im Spannungsfeld von Natur, Technik und Mensch erfolgreich zu bestehen. Wir, 1000 Meter unter Tage, sind stolz auf das, was wir leisten. Auf unsere Kohle, unsere Technik und unsere Arbeit.